Tower. Okay. Okay, geschafft. Okay, nächster Endgegner-Level. Gut, das scheint dann anscheinend die Final Stage zu sein. Federn. Ah, ja, scheiße. Nein! Nein, das ist jetzt nicht wahr, ne? Das war jetzt nicht wahr. Das halte ich jetzt für ein Gerücht. Ja, genau, die Dinger berühren mich, ich bin instant dead, ja. Ist klar. Ja, eigentlich wollte ich drüber springen, aber es ist auch okay. Okay, im Handstand kann er nicht laufen. Auf den Dingern. Haben wir auch gelernt. Nein. Ah!
Also zeitig umschalten. Na komm, schalt um. Danke. Na, betätigst du mal den Schalter. Hallo. Betätige den Schalter, den Schalter! Das kennen wir doch irgendwoher. Na. Hallo. Das wollte ich. Hoch. Hoch. Und hoch. Hurra. So. Aber ich mache jetzt erstmal wieder einen Schnitt. Und den letzten 4 Level sehen wir uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao. So. Und damit hallo und herzlich willkommen zurück im Tower of Doom. Zu meiner zweiten Aufnahme mittlerweile. Deswegen ist das jetzt für mich jetzt gerade momentan. Na, oh, nicht mehr blind, aber ich fehle trotzdem. Ja, die erste Aufnahme muss ich stoppen, weil mir kommt Hey, der leider Gottes kapiert ist. Also muss ich den ganzen Spaß hier nochmal machen. So, tada. Der war jetzt relativ simpel, weil das einfach nur eine Kopie ist vom ersten Level. Vom Original. Von daher nicht wirklich kompliziert. Der umso mehr, der hat mir ein bisschen Kopfzerbrechen bereitet. Weil ich unsere Schwingaktionen, das sind ja normalerweise Dinge, die man nicht kombinieren sollte. Aber ihr merkt schon, es läuft gar nicht mal so schlecht, was daran liegt, dass ich das schon mal gemacht habe.
Und ich weiß, wie oft ich jetzt schwingen muss und wie ich das zu machen habe. Vorher habe ich ungefähr, ungelogen, eine Viertelstunde gebraucht, bis ich erstmal da unten das Ding gegriffen hatte. Das ist ein elendig beschissener Level. Aber geschafft. Das sah in der ersten Aufnahme spektakulärer aus, weil da habe ich mit viel mehr so diesen Spin-Jumps und so Geschichten gearbeitet. Zwangsläufig, weil mir die Platten unten ausgegangen sind. Aber es hat funktioniert. So. Endgegner. Donkey. Der fette Affe. Auch hier habe ich mir schon eine Taktik zurechtgelegt. Das ist jetzt da alles die komprimierte Fassung. Weil jetzt nichts mehr dabei ist, was ich jetzt irgendwie mir neu ausklügeln müsste. Schade. Habe ich nicht gekriegt. Wow. Shit. Aber nur weil ich jetzt eine Taktik dafür habe, ist noch lange nicht gesagt, dass ich das auch gut hinkriege. Shit, zumal ich jetzt eh einfach nur mal ausweichen kann. Gott. Ja, ja, ja. Mit Gegenwind ist es halt schon relativ kompliziert. Verdammt. Die Tonne hätte ich gerne jetzt genommen, da hätte ich jetzt nämlich schon, wäre ich jetzt schon fertig gewesen. So, die Tonne noch. Ich will es ja eigentlich gar nicht sagen, aber irgendwie wirft er jetzt keine Pilze mehr. Und geschafft. Ach, ja, Liebe ist was Schönes. Da fällt er. Der Affe. Und 50 Leben, 51 Leben. Ja, Mann. Aber es gibt noch einen Endgegner-Level. Und an diesem bin ich vorhin gerade verzweifelt. Denn jetzt kommt er. Der Mega-Affe. Ich meine, ich habe eine Taktik, ja? So ist es jetzt nicht. Verdammt. Nein! Also meine Taktik besteht darin, von der Nase auf die Faust nach da oben zu jumpen, in eine Kiste zu holen, mich auf seine Nase zu stellen, warten, bis er wieder einen Schlag macht. Und dann kriegt er nämlich Damage. Und das war natürlich jetzt nichts. Ja, spring in deinen Tod, Mario. Jumpman, meine ich, Dings. Weiß schon Bescheid. Spring einfach in den Tod. Das erspart einem viel.
Ja, gut. Meine Taktik besteht jetzt aus Warten. Und oh, die Tonne in die richtige Richtung schmeißen, bitte. Okay. Verdammt. Da kommt die Tonne nicht an. Okay. Zack, einmal. Zweimal. Okay, er verschwindet. So weit war ich noch nie. Jetzt wird's wieder blind. Für mich. Okay. Brr. Okay. Da bin ich halt gerade voll durch seine Faust durchgeglitscht. Okay. Ja, Mann. Let's glitch the game. Okay. Ah. Moment. Ganz kurz. Achso, man kann es nicht pausieren. Okay. Auch kein Ding. Boom. Boots. Rohe Gewalt ist nicht gut, Leute. Ja. Jetzt sehe ich nur, komm, ich dürfe jetzt von ganz vorne wieder. Bitte, führe deine Fäuste zusammen. Ah, okay. Das war ziemlich unklug. Okay, neuer Versuch. 47 Leben haben wir ja noch. Ist ja kein Problem. Hammer doch, hammer mal. Brr. Okay, die sind beide durchgefallen. Blödödö. Gut, jetzt verschwindet er, jetzt kommt er wieder. Einmal getroffen. Ich muss mich gerade ein bisschen konzentrieren, weil das ist gerade so simpel, wie es aussieht, doch eigentlich relativ tricky. Zack, zweimal getroffen, jetzt geht er weg. Und das Ganze dürfen wir jetzt wahrscheinlich nochmal machen. Was? Okay. Mich nervt so, dass ich das Ganze jetzt nochmal machen dürfe. Jetzt. Oh. Warum setzt das kein Checkpoint oder so?
So, zack. Warum kommt da jetzt keine Tonne runter? Aber die kommt runter. Gut. Ah, Mann, aber er haut sie wieder kaputt. Ich krieg grad leichten Brechreiz. Zack, so. Part 1 geschafft. Und ich habe gerade so eine nervige Fliege hier gerade. Die gibt's nicht auf. Aber von der lasse ich mich jetzt nicht fertig machen. Okay. Mit der Tonne in der Hand glitscht das Game ein bisschen. Okay, das klappt so nett. Oh, das kann funktionieren. Zack, so. Part 2. Jetzt kommen die unsichtbaren Fäuste. Ja, und die Faust... Laber mich nicht zu jetzt. Okay, kurzer Schnitt, wir sehen uns an der Stelle.